Hallo und herzlich willkommen in der Mappe. Guck mal, drück mal M, ne? Ja. Toll. Hey. Nice. Scheiß Ding, ey. Echt geil. Hier sehe ich 1, 2, 3, 4, 5 Häuser. Wow, wir haben schon 5 Häuser. Und dieser Monokack hier, der ist doch nicht zu fassen. Man kann den Mono-Gedönse hier so weit... Wow! Drück mal die Leertaste und gleichzeitig die linke Maustaste. Schon mal ausprobiert? Oh, was für ein Move, ey. Diese Monos, die schmettert 10.000 Jahre weg. Meine Waffe ist zu problematisch. Gibt's hier... Auf Knochen? Eisen. All things in chest, okay. Hier habe ich Copper jetzt bei mir. Ach so, man sieht beim Craften die Anzahl Sterne, ne? Ja. Die habe ich bis jetzt nie gesehen. Hier kommt so ein scheiß Mono. Egal. Ich baue mal eine Angelroute. Ich gehe jetzt fischen. Oh. Tschüssi. Ich habe wieder was auf den Markt gepackt. Cool, dann kriegen wir wieder Geld. Ja. Aber nur die Hälfte, also jeder kriegt die Hälfte. Aber ist ja eigentlich, ich sag mal so, das ist eigentlich super. Ja, das ist, weil dann unterstützen wir uns gegenseitig. Ja, und das entsteht auch irgendwie keine Missgunst, ne? Übrigens nee. Hier, ich sammle mal rote Red Herbs. Also. If Slate of Growth to Anubis give increase of ability levels to Crail and bring up the ability levels. Ich schlag mal alle Hühner, Hühner sage ich schon. So, wie fischt man jetzt hier? Sag mal, Kollege. Ist wahrscheinlich... Oh, Höschen! Bait a Copper Blacksmith. Okay. Gut, ich habe bis jetzt verstanden, wie man upgradet. Das ist schon mal eigentlich eine super Sache. Also wenn man die Dinger mit Tier 1, 2, 3, das ist schon recht angenehm. So, in 1,5 Minuten haben wir ein Dings. Was? Geld. Money making. Ja gut, im Strand. So. Wow. Oh, Copper Blacksmith. Ich kann jetzt noch mehr, viel mehr neue Sachen machen. Ich kann zum Beispiel ein Schwert. Ein Schleifstein. Wie, warte, ich muss mal Rucksack. Kurz... Cool, man kann mit dem ja Wumms. Ein Magiering. Ein Schild. Ich muss mal kommen, ey. Wenn du so Sachen machen kannst, mit Level 4, was kann ich mit Level 6 machen? Oder hängt das an was anderem? Ich brauche Copperbow. Oh, was ist denn hier gebaut? Ja. Toll. Aber wo finde ich spawnen Dinger? Also, ich sage ich mal so, die Copper und Co. Dinger. Diese Haufen, sage ich mal. Respawnen die wieder oder sind die dann weg, wenn sie weg sind? Welche weg? Es sind überall solche, zum Beispiel Steinhaufen oder Kohlehaufen und Co., ne? Cool, plus 600, danke sehr. Das ist ja nice. Und hier, die Unterhaltskosten sind echt nicht so, soll ich sagen, nicht so hoch. Nee, die sind... Level 5 braucht es hier. Level 3, shit. Ach, hier unten sind ja noch eine. So. Ich hoffe, die spawnen wieder. Wäre blöd, wenn nicht. Also, wenn die Bäume wieder respawnen, das wäre richtig geil. Ja, alles. Auch diese Steinhaufen und diese Copper-Dinger. Muss ja irgendwie. Wäre doof, wenn nicht. Außer man kann sich hier ein Loch ins Zeug buddeln. Das wäre nochmal nicer. Ich brauche Holz. Ganz viel Holz.
ja, wie Next Level abbauen. Bombs. Leertaste und linke Maustaste. Verdung. Zweimal Stein. Ich glaube, wir bauen einfach alles zu schnell ab. Vielleicht. Kann ja sein. Aber eigentlich ist das Spiel ja daran, darauf ausgelegt. Ich habe einen Copperbow, aber habe jetzt einen Eisenbogen gemacht, okay? Verkaufe ich mal den Copperbogen. Du kannst in dem neuen, ne? Nicht in dem Crafting-Table, sondern im anderen, ne? Den du neu gebaut hast. Ja. Da kannst du es wahrscheinlich alles machen. Gibt's eigentlich so ein Inventar? Soll ich sagen, so ein Inventar. Oh, ich habe jetzt mir. Tar-Level maximales? 10 Dingens, wie heißt es? 10 mal Pfeile gemacht. Pfeile? Ja, ich habe mir Pfeile gemacht. Und ich Holz währenddessen und bau ab, alles Mögliche. Das Spiel ist echt genial. Also es. Kopperschild. Der Riesenhaufen hier kann man auch abbauen. Hat nichts viel gemacht, aber. Scheiße, man kann hier wirklich alles abbauen. Kopperschild. Ich brauch. Was brauch ich? 10.000 Steine muss ich hier abbauen. Dass ich hier in irgendein Level oder so freischalte. Entschuldigung! Nein, falsches Inventar. So, nein! So, jetzt aber. Oh, Halleluja, Halleluja, Halleluja! So, alles gut. Oh, auf die Kühe mit Bogen schießen. Das revolutioniert alles. Gut, wie kriegen wir... Wie kriegen wir, sag mal... Wir haben jetzt links und rechts Skripts hier irgendwas. So, ich hab eine Kuh getötet. Pfeil und Bogen. Ein Hatter. Willst du Kleidung haben? Da brauchen wir noch Wolle und Leder. 5 Wolle und 5 Leder. Kriegen wir die anderweitig? Jetzt überall noch Kohle am Boden, weil du alles angezündet hast. Sag mal hier. Kuh. Wir müssen Kühe schlachten. Wir brauchen Leder. Nein. Die greifen mich an. Vor mir laufen sie weg. Ich krieg kein Leder, ich krieg nur Fleisch und Milch. Okay, das ist das falsche Tier demnach. Wahrscheinlich ein Hirsch, ne? So ein Hirsch hat wahrscheinlich Leder. Ja, das kann wirklich gut sein. Aber die rennen ja davon, da brauchen wir wirklich einen Bogen. Außer den hier. Ne, der rennt auch weg. Shit. Wie kriegen wir einen Kackbogen hin? Du hast eine gebaut, ne? Ist ja, das, genau, das Zusatz hier, das Ding, wo du gerade drumherum hängst? Oh, Steinschwert. Kopperbogen. Cool. Wenn man so reinkommt, dann wird es langsam, aber es wird langsam was. Create a Detector. Was ist ein Detector? Ja, ich denke... Übrigens, wenn die Items beschädigt sind und du sie dann wieder abbaust und wieder hinbaust, dann sind sie voll. Na cool. Ja, ist vielleicht hier im, soll ich sagen, anfangs vielleicht so, ne? Ich baue jetzt 50 Pfeile. Oh, hier ist ein Detektor. Craft. Ich baue jetzt 50 Pfeile. Nice. Ich glaube, hier müssen wir einfach... Es ist hier so in dem Spiel wahrscheinlich, dass wir eher, ich hab den Detektor ausgerüstet. Equip how to play dungeon. Ach so. Explore this island and find the dungeon. Ich muss noch Pfeile equippen. Oh du Scheiße. Pitch. Junge. Oh cool. Was brauche ich für ein Anubis-Dingens?
14 Pfeile. Okay, ich gehe mal dann auf Jagd, ne? Checkst du da dieses Dingens, Anubis-Teil da? Wie jetzt? Anubis? Ich komm mal mit. Bei mir steht Meet the God of Sky Island. Anubis, place slopes to go to the floating island. Bei mir steht immer noch Create a Campfire. Ja, das mal, dann mach das mal. Ja, wo ist denn das hier überhaupt? Oh, ein Küchenpott. There seems to be treasure in this area. Ah, wenn ich den Detektor habe, dann sehe ich, wo Schatz ist, wo es ein Schatz hat. Ich habe mal eine Kochstelle, ne? Ja. Nicht eine Feuerstelle, sondern eine Kochstelle baue ich jetzt mal. Okay, ich kann den Kot von den Kühen verkaufen für 20. Dann hau rein. So, ist so okay, ne? Hier kann man kochen. Der stellt dir 5 Dingens her. Oh! Fried Egg zum Beispiel. Scheiße, ich crafte mir alles hier. So. Wir sind safe. Also, wir haben hier eine Kochstelle, ne? Wir sind safe. Okay. Ich habe mal 2 Hühnchen rausgenommen. Du kannst den Rest haben. Nice. So, und hier Futter. Ich habe Sushi. Warum auch immer Sushi dabei. So. Ich gehe auf die Suche nach Kupfer. Und ich habe mal einen Bogen bereit und gucke mal, wie es so funktioniert mit den ganzen. Oh Scheiße, hier ist wieder ein Bär. Okay, Rentier klappt. Shit. Schatzkiste gefunden. Jetzt aber mit Pfeil und Bogen geht's echt cool. Dauert zwar ein bisschen. Ich baue Sand ab. Wo ist dieser Anubis-Typ? Hä, hast du eine Tür geöffnet? Nee. Das war dann ein Hirsch. Aber sag mal, jetzt habe ich nicht mal... Ich habe kein Leder bekommen. Ich habe kein Leder bekommen. Ich habe ein Horn bekommen, aber kein Leder. Dann schlachte mal die Füchse oder den Bären. Ja, den Bären haben wir noch schon. Wow. Kindchen. Der Doofkopf. Heal 10.000 Damage with a single attack, okay. Shit. Lex. Nein! Ja gut, ich kann auch holzen. Nein! Zu weit weg, zu weit weg. So. Oh scheiße, ich bin in den Dungeon rein. Oh mein Gott. Dungeon? Defeat the boss inside the dungeon. Wie bist du da hingekommen? Ich bin durchs Portal gegangen. Okay, es gibt doch Leder durch die Tiere, also durch diese Dinger. Man braucht einfach ein bisschen Glück. Holzkohle bekomme ich, wow. Ich gehe mal kurz durch den Dungeon sterben. Okay. Oha, hier sind Goblins. Ach du Scheiße, was mache ich hier? Also ich kann mal so sagen, wenn Tiere umfallen, dann klingt es wie eine Tür zu öffnen. Oh, die können mich anzünden. Ich komme wieder zurück. Warum können ich die Leute an, also die Tiere anzünden? Nee, der Goblin kann mich anzünden. Ich komme zurück, das ist mir, ich bin noch zu schwach dafür. Dieser Mono ist einmal wieder abgehauen. Das gibt's doch nicht. Kollege Schnürschuh hier. Rentier, hau er nicht ab! Bär, komm, ich hau dich, komm! Du willst fighten gegen mich? Ich hab wieder Leder bekommen, Leder! Übrigens, auch mit der Eisen... Nee, Eisenspitzhacke will ich schon sagen. Mit der Kopperspitzhacke, da geht's schon echt geil. Ich hau den Bär auf den Popo. Ich hilf dir!
noch sitzt, übel zugerichtet. Warte mal, hier ist etwas. Oh, meine Copper-Axt, die reicht langsam nicht mehr. Oh, sorry. Wir müssen, also ich muss jetzt aktuell erstens mal Pause einlegen, weil wir 15 Minuten überschritten haben. Und zweitens, ich sag mal so, vielleicht mal auf Eisen wechseln oder halt mal die Copper nochmal bauen. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Jo, tschüss. Tschüssi.